Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von O1 Aktuell. Der Umgang mit mobilen Endgeräten gewinnt gesellschaftlich immer mehr an Bedeutung. Unser tägliches, berufliches und privates Leben profitiert von einer Vielzahl technischer Hilfsmittel, die den Übergang zwischen der realen und der digitalen Welt fast fließend erscheinen lassen. Die mobile HCI ist eine Konferenzreihe, die sich diesen Themen annimmt und Menschen aus der ganzen Welt und aus den verschiedensten Bereichen zusammenbringt. Zum ersten Mal fand die Konferenz nun virtuell statt. Die Corona-Pandemie hat vieles verändert. Das gilt auch für die Arbeitswelt. Veranstaltungen und Konferenzen sind in den letzten Monaten ausgefallen oder auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Das An-Institut für Informatik der Karl-von-Ossietzky-Universität Office hat jetzt trotzdem seine 22. Mobile HCI-Konferenz abgehalten. Virtuell abgehalten. Mobile HCI steht für mobile Mensch-Technik-Interaktion. Die Konferenz beschäftigte sich damit, nützliche Formen der Interaktion mit tragbaren Geräten zu entwickeln. Alltag sind für uns geworden Mobiltelefone, Smartphone, vielleicht auch tragbare Brillen, mit denen man interagieren kann. Auf der Tagung werden die allerneuesten Techniken vorgestellt, wie man vielleicht aus einem 360-Grad-Video sehr schnell die richtigen Szenen sich anschauen kann, ohne sich da durchmühen zu müssen. Mit welchen Interaktionsformen wir mit diesem Mobiltelefon umgehen werden, vielleicht auch die Rückseite. Wir haben heute auch einen Beitrag gesehen zu einem faltbaren Mobilgerät, mit dem man dann auf unterschiedlichen physischen Formen interagiert. Es ist sehr weit gefächert, bis hin zu medizinischen Anwendungen, Augmented Reality. Aber die Frage, wie wir in Zukunft mit mobilen Geräten umgehen, ist auch die Frage, wie sie Nutzen bringen. Und diese Konferenz beschäftigt sich damit, nützliche Formen der Interaktion mit tragbaren Geräten zu entwickeln. Das Organisationsteam hat bereits im April entschieden, die für Oktober geplante Konferenz nur virtuell stattfinden zu lassen. Die Planung war laut Professor Susanne Boll-Westermann sehr anspruchsvoll, da sehr viele Details geplant werden mussten und es nur wenige Vorbilder für virtuelle Konferenzen gab. Für die Veranstaltung wurden mehrere virtuelle Konferenzlösungen genutzt. Darunter waren bekannte Videokonferenzlösungen wie Zoom, aber auch ganz aktuelle Open-Source-Lösungen wie Clouder. Also für jedes Tool haben wir uns auch sozusagen mit anderen Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht, die vielleicht schon früher eine Veranstaltung hatten, die Erfahrung damit gesagt haben, was hat funktioniert und wie hat es funktioniert. Zum Beispiel war es glücklich, dass ich selbst an der Veranstaltung im Juni bereits teilgenommen und sie auch mitveranstaltet habe, wo beispielsweise das Videokonferenzsystem Zoom eingesetzt wurde. Dann haben wir erprobt, welche Mechanismen funktionieren, wie kann man die Teilnehmerinnen auch mit zu Fragen einladen, was klappt eben auch nicht. Das hat sehr, sehr stark geholfen. Man muss sehr viel vorbereiten und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr gut informieren. Wir haben immer wieder auch E-Mails geschickt, was auf sie zukommen wird. Wir haben auf der Webseite Informationen bereitgestellt, welche Werkzeuge benutzt werden. Alle einzelnen Sessions führen zunächst nochmal, weisen auf die Tools hin, sagen, was man benutzen kann, zeigen den Link, wo man nachher noch Informationen findet. Also man muss immer wieder alle Teilnehmerinnen mitnehmen, dass sie wissen, welche Informationen finde ich wo, wie kann ich teilhaben, was kann ich selbst machen. Das hat super funktioniert, aber es hat viel mehr Vorbereitungszeit bis ins kleinste Detail gebraucht, als man das vielleicht von der Präsenzkonferenz kannte. Professor Susanne Boll-Westermann zeigte sich sehr zufrieden mit dem technischen, aber auch inhaltlichen Ablauf der ersten virtuellen Mobile HCI-Konferenz. Also ich persönlich würde mir wünschen, dass wir wieder zu Konferenzen in echter Präsenz zurückkehren. Aber es hat aus meiner Sicht für das, was möglich ist, hervorragend geklappt, 250 Personen jetzt schon gestern und in den nächsten Tagen zu integrieren. Wir hatten eine Keynote aus Südafrika, das sich hat hervorragend einbinden lassen. Wir haben Teilnehmerinnen aus der ganzen Welt, die aus ihren Wohnzimmern oder aus ihren Arbeitszimmern dabei sind und das sind wir sehr stolz drauf. Eine unbekannte Situation kann tödlich enden, gerade im Straßenverkehr und gerade für junge, unerfahrene Autofahrer. Genau aus diesem Grund bot das Johanniter Bildungs- und Tagungszentrum Oldenburg nun Fahrsicherheitskurse für Fahranfänger an. In simulierten Fahrten hatten die Teilnehmer kostenlos die Möglichkeit, sich auf die wichtigsten Fehlerpunkte im Straßenverkehr zu konzentrieren und zu versuchen, diese zu verbessern. Sicheres Fahren. Das ist das Ziel des Projektes UPS Roadcoach im Johanniter Bildungs- und Tageszentrum in Oldenburg. Die Johanniter Unfallhilfe hat diese Woche jungen Fahranfängern und Fahranfängerinnen einen Kurs mit simuliertem Fahrtraining angeboten. Zusammen mit dem US-amerikanischen Unternehmen UPS haben die Johanniter dieses Projekt entwickelt.
Seit 2012 wird es in Deutschland in vielen Städten durchgeführt. Nicole Hehmann ist die Leiterin der Stabsstelle Jugend bei der Johanniter-Unfallhilfe in Oldenburg. Sie führt den Kurs mit den Schülern durch und erklärt, was die 15- bis 24-Jährigen dabei lernen können. Gedacht ist das Ganze eben für Menschen, die entweder Anfänger sind oder auch gerade einen Führerschein machen und die natürlich immer im besonderen Fokus stehen. Und genau, und dann geht es ein bisschen darum zu gucken, was können Gefahrensituationen auf der Straße sein, wie kann ich dem entgegenwirken. Und es geht eben auch darum, mit den Fahrsimulatoren ganz konkrete Situationen am Fahrsimulator zu üben. Sowas wie Fahrt unter Alkohol und Fahrt im Nebel und Fahrt in der Dunkelheit und bei Regen und Schnee. Also so besondere Fahrerlebnisse quasi herzustellen mit den Kindern und Jugendlichen, also den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen in der Regel, genau. Jährlich haben junge Erwachsene die Chance, bei so einem Fahrtraining teilzunehmen und so auf ungewöhnliche Situationen vorbereitet zu werden. Es soll dafür sorgen, dass junge Autofahrer und Fahrerinnen erkennen, was Ablenkungen wie Nachrichtenschreiben während des Fahrens oder unter Alkoholeinfluss fahren bewirken können. In Deutschland sind Autounfälle nämlich immer noch auf Platz 1 der Todesursachen von Jugendlichen. Um dieser Tendenz entgegenzuwirken, wurde dieses Projekt ins Leben gerufen. Und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zeigen auch großes Interesse. Wir nehmen das tatsächlich ganz gut an, weil gerade die Fahranfänger oder die auch die berufsbildenden Schulen beispielsweise, die aus dem Landkreis kommen, die haben alle Erfahrungen gemacht, entweder mit sogar Treckerfahren oder Mopedfahren. Und die wissen schon durchaus, worüber wir auch reden, haben also viele eigene Beispiele, die sie dazu beitragen können. Das ist natürlich immer ganz schön, so ein bisschen zu gucken, was gibt es auch an eigenen Beispielen, was hat man schon erlebt an Rauditum auf der Straße, sag ich jetzt mal. Und das Interesse ist schon sehr groß und der Spaßfaktor vor allen Dingen bei den Fahrsimulatoren ist immer relativ hoch. Also von daher wird das ganz gut angenommen. Und genau, die Schülerinnen und Schüler, die mögen das eigentlich ganz gerne, das auch mitzumachen. Im letzten Jahr wurde der Kurs an Schulen durchgeführt. Corona-bedingt hat er in diesem Jahr im Bildungs- und Tageszentrum der Johanniter stattgefunden. Es konnten sich daher also unterschiedlichste Vereine, Gruppen und Klassen melden, um kostenlos daran teilzunehmen. So auch die Auszubildenden im dritten Lehrjahr der Johanniter Notfallsanitätsschule Weser-Ems. Für sie ist es eine sehr gute Übung für die Fahrten im Rettungswagen, wenn sie einmal ausgelernt sind. Ich finde es super. Simulation ist ja auch das, was wir hier machen. Wir simulieren ja auch medizinische Notfälle, mehr oder weniger komplex. Wenn wir viele Fallbeispiele machen wollen, dann eh nicht so komplex. Aber die Prüfung ist ja eine einzige Simulation, Notfallsimulation. Deswegen finde ich Simulation in der Ausbildung klasse. Und die Schüler kennen auch das Prinzip Simulation, kennen sie schon. Und ich finde, wenn man Fahren simulieren kann, super. Das Projekt ist sehr praxisnah. Viele der Teilnehmenden kennen gefährliche Situationen oder gar Unfälle im Verkehr aus eigener Erfahrung. Auch Handynutzung hinterm Steuer ist kein unbekanntes Thema. Die Unerfahrenheit und überschätzte Selbsteinschätzung der Fahranfänger spielt dabei eine große Rolle. Deswegen ist die Prävention, die die Johanniter mit diesen Kursen betreibt, umso vielversprechender. Ab heute müssen Schülerinnen und Schüler an weiterführenden und berufsbildenden Schulen in Corona-Risikogebieten mit einer 7-Tages-Inzidenz ab 50 eine Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht tragen. Somit also auch in Oldenburg. Zudem definiert das Land über die neue Corona-Verordnung klare Voraussetzungen für einen Wechsel von Schulen in das Szenario B in geteilten Lerngruppen, Unterricht im Wechselmodell. Bei einer 7-Tages-Inzidenz ab 100 in Kombination mit einer Infektionsschutzmaßnahme an einer Schule soll eben diese Schule zu geteilten Klassen in der Regel für 14 Tage übergehen. Auf Grundlage der von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind zahlreiche Kultur- und Freizeiteinrichtungen seit Montag, den 2. November, geschlossen. Geschlossen sind etwa das Kulturzentrum PFL, das Literaturbüro, das Stadtmuseum, das Horst-Janssen-Museum, das Edith-Russ-Haus und die Artothek. Auch alle Einrichtungen der Stadtbibliothek sind geschlossen, ebenso entfallen Veranstaltungen wie Workshops und Führungen. Die Veranstaltungen der KIBUM in Schulen und Kitas sind ebenfalls abgesagt. Geöffnet bleibt dagegen die städtische Musikschule. Gute Nachricht für alle Oldenburgerinnen und Oldenburger. Die Kosten für die Abfallentsorgung in der Stadt Oldenburg steigen im Jahr 2021 nicht an. Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 hat ergeben, dass keine Erhöhung der Gebühren notwendig sind. Auch die Gebühren für die Straßenreinigung verändern sich im Jahr 2021 nicht. Zudem strebt der Abfallwirtschaftsbetrieb eine weitere Verbesserung seiner ökologischen Bilanz an. Unter anderem beschäftigt sich der AWB intensiv mit brennstoffzellenbetriebenen Abfallsammelfahrzeugen, die anstelle von Diesel mit Wasserstoff betrieben werden. Ein zumeist bewölkter, aber auch recht warmer Tag war das heute. Nach 19 Grad geht das Thermometer in der Nacht auf 12 Grad zurück. Morgen wird es dann sehr sonnig, aber auch nicht mehr ganz so warm. 12 Grad sind es am Tag. 9 in der Nacht. Am Mittwoch gibt es dann einen Wechsel zwischen Sonne und Wolken bei 12 Grad am Tag und 6 in der Nacht.
Also gar nicht so schlecht, die Aussichten. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit ein Bier, ein Schnack. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.